Ja, der gute Bastian Bachmeier wurde gefunden. 15 Jahre alt, 56er Stärke. Ich schätze einfach mal, das ist ein Vierer. Ein Viereinhalber sogar. Fähigkeiten 60. Rechtes oder rechts hinten, links hinten kann er spielen. Der ist sogar im Mittelfeld einsetzbar, ohne Abstriche. Das ist ein klasse Mann. Ich denke mal, wir werden, wenn er da ist, ihn noch sofort dann umbenennen und die Trainingsziele anpassen. Oder einstellen. Ja, und da bin ich doch eigentlich fast schon mit der Überleitung da, wo ich hin wollte. Wir machen erst gerade noch die News fertig. 3 Wochen, wie gesagt, ist lang. Ist leider Gottes lang. 7 Tage, auch für Kempf. Das ist fehlgeschlagen. Werden wir gleich sehen, was das für eine Auswirkung hat auf unsere Moral und auf die Form der Jungs. Das passen wir an, die Fernschüsse für Jochen Seitz. Da sind wir den Torriecher. Ja, man könnte natürlich jetzt sagen, das ist sehr gut, die Schusskraft ist auch super. Möglicherweise erstmal gucken, was hat denn der noch? Was hat denn der noch für Werte, was er vielleicht brauchen könnte? Beweglichkeit ist super, Sprungkraft, Robustheit, der kann eigentlich kaum noch irgendwas trainieren. Vielleicht die Balance. Dass ich jetzt mal sage, ich nehme die Schusskraft raus und nehme die Balance rein. So, und dann schieben wir das ganze Ding hoch. Worauf ich hinaus will, das werde ich euch gleich noch erzählen. Erstmal natürlich dann jetzt in die Jugendmannschaft und da mal reingucken. Da war nämlich noch einer. Den hatte ich bis jetzt immer vergessen. Das war in der B-Jugend. Das ist er. John Töhle. Den hatte ich bis jetzt nicht umbenannt. Das werden wir natürlich dann sofort machen. Liste, wo bist du? Ja, man soll es schon irgendwie groß schreiben. Besser wäre es. Und der Nachname fängt auch wieder mit B an. Nee, nicht Becker. So, Ben Bartsch, das ist der Name, das ist quasi unser zweiter Torwart und der hat gar nicht mal so schlechte Karten, der ist noch ein Jahr jünger als Jonas. Aber, ja, nee, nicht aber, ne, der muss auch hoch nächstes Jahr, ne, sind wir nicht so günstig. Naja, nee, was ich sagen wollte, ich habe in jedem dieser Jugendmannschaften gewildert und habe mir jeden einzelnen vorgeknöpft und habe die Trainingsziele angepasst. Denn ich hatte einen Kommentar gelesen, der war sehr, sehr aufschlussreich und da wurde mir eben geraten, dass ich zu einseitig trainieren lasse, dass die guten Werte von mir dann eher gefördert werden und die Schwachen eben schwach bleiben. Und das ist dann halt ein sehr spezifischer Spieler, der ist dann halt nicht komplett. Der kann dann halt ein paar Sachen sehr gut und manche, die sind komplett irgendwo hinterm Mond, wo du dir glaubst, das hätte jetzt auch die Putzfrau nicht schlechter machen können. Ja. Mentoren, das ist auch so eine Sache. Ein paar habe ich wieder verteilt, das habe ich natürlich jetzt alles offscreen gemacht, wie ihr euch vorstellen könnt. Hier bei ihm sehen wir das, glaube ich, ganz gut. Na, jetzt hat er viel mehr Möglichkeiten, weil er jetzt erstmal die Ausdauer trainiert. Die ist nämlich relativ schwach. Das kann ich euch gerade zeigen, wie ich das vorhabe. Dass zum Beispiel jetzt hier Sachen drin sind wie Dribbling, dass die Fernschüsse drin sind, Robustheit, Ballkontrolle. Wenn ich jetzt mal sage, wichtige Fähigkeiten, dann seht ihr, dass das schon sehr gut ist. Torriecher, Schusskraft, Volleys, das ist alles im 70er Antritt, Schnelligkeit. Das finde ich okay, das ist ein Jugendspieler, das sind Bombenwerte. Da muss ich erstmal nicht so hinterher sein wie ein Geier, sondern kann erstmal gucken, dass der das macht hier. Und dann habe ich auch dann wirklich die Möglichkeit, viel mehr Mentoren zu verteilen. Ausdauer ist ja relativ wurscht, wie ich das jetzt mache. Da kann ich jetzt sagen, das ist ein sehr guter Spieler, dass wir uns irgendeinen suchen, hier zum Beispiel Kevin Volland, der hat noch keinen Mentor, noch keinen Betreuer. Gieling hat auch 4,5, deswegen müsste er eigentlich auch noch einen bekommen. Ich habe nicht alles gemacht, weil ich euch das zeigen wollte. Er auch mit der Ballkontrolle. Ballkontrolle ist auch wichtig, nicht nur Torriecher hier. 54, das macht er auch nebenbei. Das steht dann an der Position 2, Dribbling, Schnelligkeit. Weil auch hier eine Schusskraft schon sehr gut ist. Der Antritt muss man nichts mehr machen. Ich habe das jetzt wirklich so versucht einzustellen. Schauen wir mal, was macht der Ballkontrolle, ehrlich gesagt. Vasiljevic. Kann der mal machen, der ist 2 Jahre älter. Ich denke mal, die verstehen sich auch sehr gut. Ist ja noch eine Generation, wenn man so möchte. Hier, Onaga, der hat einen. Er hat einen, wo haben wir denn noch? Hier, der Celilovic auf der Defensivposition. Der zurzeit die Robustheit auch trainiert. Und ja, da können wir sagen, Strudig macht es. Ist auch die gleiche Position. Und guckt, jetzt sieht es doch schon viel besser aus hier. Niklas Schindler, der muss auch noch einen bekommen. Das ist der Torwart mit den 5 Sternen. Coltorti, der macht nämlich gerade Stellungsspiel. Mal schauen, dass der dann... Ich meine, es ist im Prinzip eigentlich der beste Mentor, den es gibt. Der ist fast 3-mal so alt, muss man ja wirklich sagen. Der ist fast 3-mal so alt wie Schindler.
der kann ihm da weiterhelfen. So, ich glaube, wir gehen auch einen Tag vor jetzt, dass der andere Jugendspieler noch kommt, dass wir den umbenennen können. Ich wollte dann aber nicht so weit vor. Reserve hat gegen Heidenheim gespielt und haben leider verloren. Das ist auch die erste Niederlage seit längerer Zeit. Und man kann sagen, es ist keine gute Woche bis jetzt. Und jetzt wir auf Schalke. Tja, ein rein rassiges Spitzenspiel. Platz 2, das sind die Knappen, die Königsblauen und wir der Tabellenführer. Ihr habt gesehen, die Form ist klasse. Die sind die auf dem Papier viertstärkste Mannschaft und wir werden ja ein bisschen was verlieren an Punkten. Ja, weil der Mann, der unten auf dem Foto zu sehen ist, nicht spielen können wird. Und sein etatmäßiger Nebenmann, der ist ja schon ja eine Woche außer Gefecht, wenn man so will. Gegen Schalke, die Bilanz, die sieht sehr, sehr gut aus. Die haben nämlich gegen uns nur einmal gewonnen, ein Unentschieden geholt aus 6 Partien und 4 verloren. Und wir haben vor allen Dingen hier den ersten Sieg überhaupt geholt in der Bundesliga-Geschichte. Ne, vor kurzem hatten wir Leverkusen, das Auswärtsspiel, wo unser erstes Bundesligaspiel überhaupt war. Das war der erste Spieltag und in jeder Saison hatten wir Schalke an Position 2 des Spieltags. Und da haben wir gewonnen. Ich glaube, das war irgendwas mit 2 zu 1 oder so. 2-0, 2-1, keine Ahnung. Und deswegen, das ist auch eine historische Stätte für uns. Und jetzt kommen wir da als Tabellenführer hin. Wir haben noch Leverkusen gegen Bremen, die 5 gegen die 9. Und die Bayern müssen zu Hause gegen den Hoffenheim den Aufsteiger spielen. Und Mandzukic ist heiß gelaufen, aber sowas von. Also den kannst du aus 1 Kilometer Entfernung nachts leuchten sehen, so heiß ist der. Wie eine Herdplatte. Ja, es ist der 10. Spieltag. Und jetzt kommt hier wahrscheinlich das Spitzenspiel. Ja, die Ruhe vor dem Sturm, könnte man so schön sagen. Und da wären wir gleich auch beim Thema. Denn ihr habt wahrscheinlich mitbekommen, dass es ja die letzten Tage ja ein bisschen unruhiger wurde, ein bisschen windiger wurde. Und da wollte ich mich einfach mal bedanken, dass ihr da wirklich wie eine Wand hinter mir steht und das verteidigt habt. Und ich kann gar nicht oft genug Danke sagen. Normalerweise, ich würde gerne jedem Einzelnen da persönlich schreiben, aber das ist leider zeitlich nicht möglich, weil es so viel ist. Und ich habe mir gedacht, an der Stelle ist einfach viel, viel schöner dann im Video, wo es dann hoffentlich auch jeder mitbekommt. Obwohl, das guckt ja keiner, ne? Habt ihr gehört. Das guckt ja eigentlich kein Mensch. Nee, ich habe mir dann einfach irgendwann gedacht, ja, komm, was juckt's die stolze Eiche, ne, wenn sich da so eine Wildsau dran schrubbert, obwohl es war ja eigentlich eine Horde Wildschweine, wenn man so möchte. Obwohl, jetzt beleidige ich gerade die Intelligenz eines Wildschweins. Ist auch nicht gerade die feine Art, ne? Sagen wir lieber eine Horde Toastbrote. Ich glaube, dann kommen wir der ganzen Sache näher. Das nur mal so zu meiner Gefühlslage und müsst euch da keine Sorgen machen, dass sich da irgendwas ändert. Also das wäre natürlich dann für manche Toastbrote wäre es schön, ne, wenn das Erfolg zeigen würde. Aber ich mag keine Toastbrote. Jedenfalls momentan nicht so wirklich. Und deswegen, man sagt ja immer so schön, jetzt erst recht, ne? Und genau das habe ich mir auch gedacht. Was war denn hier? Der Mentor, nicht das Trainingsziel. Den Mentor müssen wir ändern. Luca Waldschmidt war vorher und beim Torriecher ist jetzt keiner mehr da. Dann können wir hier eigentlich auch fast sagen, wir leben das runter und schauen mal, was er sonst noch so hat. Er hat Ballkontrolle 70, die Beweglichkeit 74. Dann machen wir das mal hier. Dann nehme ich den raus und der ist für einen 17-Jährigen schon super, der Torriecher. Dann nehmen wir die Ballkontrolle rein und lassen die hier unten stehen. Oder hat er sonst irgendwas Schlechtes? Kurzer Pass, langer Pass. Das ist ein Stürmer, der muss eigentlich nicht passen. Ne? Der Ballkontrolle ist schon gut, glaube ich, wenn man das mal stehen lässt. Die Robustheit kann er machen. 53 ist nicht gerade viel. Und das ist ja für einen Stürmer auch nicht unwichtig, ne? Gegen die Kanten, die vom Gegner dann auftauchen in der Verteidigung, dass man sich da einfach gegen wehren kann. So, da haben wir doch mit Sicherheit noch wen. Renel Schumann, wir haben Stöcker. Ich würde gerne irgendeinen Abwehrspieler. Ne, nicht Abwehrspieler. Warum? Das ist ein Stürmer. Dann nehme ich doch lieber Weihrauch, der dem da helfen soll. Ich wollte hier ganz gerne
jemanden hochziehen, Tobias Spieß. Ich sag einfach mal eine Woche. Oder wir könnten auch sagen zwei. In den Kader berufen, zweite Mannschaft oder drei Wochen, solange wie Engelke halt fehlt. Machen wir das so. Ziehen wir den hoch, dass der da mitmachen kann. Jetzt haben wir zwar, glaube ich, hier gar keinen Innenverteidiger mehr, aber die können das sehr, sehr gut kompensieren. Wir können aus der B-Jugend, glaube ich, noch einen mitnehmen. Wir haben hier Hetmanschik, wir haben Bocklitz. Jetzt weiß ich nicht, wer ist hier weiter? Wer ist hier weiter von denen? Der könnte auch noch einen Mentor vertragen. Wenn wir gerade schon mal da sind, hier ein Lehrer. Ich mache das immer abdurchschnittlich. Habe ich mir mal so überlegt, dass es eigentlich am sinnvollsten ist. Renels kann ihm helfen. Ja, gefällt mir schon sehr gut. Was hat er denn? Das sind 60er-Werte. Wenn wir jetzt mal bei Hetmanschik reingucken, wie es da aussieht hier unten. Ja, tut sich, glaube ich, nicht viel. Ne? Dann ist es im Prinzip eigentlich fast eine Lossache. In den Kader berufen. Ist ja auch jetzt für den anderen nicht schlecht, ne? Wenn der eine rausgeht. Und dann spielt zumindest der andere auch hier in der Jugend weiter. So, dann haben wir das erledigt. Schaut gut aus, wie ich finde. Und dann können wir nämlich jetzt sagen, aus der zweiten Mannschaft, die haben jetzt zum Beispiel gespielt, können wir jetzt den Mats Schumann zum Beispiel mit hochziehen. Wir könnten sagen, Renelt hochziehen. Das sind die beiden Jüngsten und dann kommt eben Spieß rein, wie ich finde. So, und die erste Mannschaft verschieben für drei Wochen. So, das ist der erste und dann natürlich noch Schumann, der es auch absolut verdient hat. Mit dem Einsatz, den er hier bringt. Und der ist ja auch schon ein bisschen länger dabei. So, dann werden wir mal schauen, wie der das macht. Dann hat er jetzt Helser und der gute Tobias Spieß. Man sieht, der freut sich ein Loch im Bauch. Ne, bei Moral plus 4. Dann hätten wir das erledigt. Der fällt am schwachen Fuß. Immerhin Stufe 2. Ist aber auch schon 19. Also der muss jetzt auch demnächst packen. Der hat ja gute Noten. Also er ist am besten Weg dazu. Das wirklich zu erreichen. Neue Idee für Fanartikel. Ich gebe die Hoffnung ja nicht auf, dass ich doch dann irgendwann mal hier... Was hat er neu erfunden? Ich weiß es nicht. Ich meine, das wäre alles schon vorher da gewesen. Vielleicht ein Duschvorhang. Ich kann meinen Kalender entwickeln lassen. Das ist alles sowas von einfallsreich. Ja, Lukas Nagel. Da hat uns Heidenheim dann mal gezeigt, wo der Hase langläuft. In dieser dritten Liga an der Spitze. Na, wir sind gut für einen Mittelfeldplatz. Ich glaube, das haben wir gesehen. Mussten natürlich auch aufgrund der... doch etwas recht dusseligen gelb-roten Karte schon in der 18. von Milicevic da mit 10 Mann spielen. Auswärts ist es nie so einfach. Und dann bist du einfach chancenlos. Ne, die lassen sich davon bestimmt auch ein bisschen beeindrucken. Das sind insgesamt fast 9000 Zuschauer. Das sind über 9000. Wenn man das jetzt mal... Ja, das sind knapp über 9000. So schaut's aus. Davy Selke, Martin Dausch und dann Jormas mit dem Anschluss. Sogar noch mit 10 Mann. Dann Niederlechner und Nicola Cavallo. Da war es aber schon rum. Ja, ich bin so ein Vollpfosten, ey. Da steht's doch. Da steht's doch, wie viele Zuschauer wirklich zusammen waren. Ich gucke hier drauf und versuche das zusammenzurechnen. Ein Wald vor lauter Bäumen wieder nicht gesehen. Unglaublich. Ja. Sama Sirre, das ist die Innenverteidigung, die jetzt auflaufen wird. Wie nehme ich denn mit? Normalerweise müsste ich sagen Renelt, weil die Form besser ist. Na, Mats Schumann. Kann ich da irgendwas sagen? Den vielleicht aufbauen oder sowas. Gut trainiert. 5 Moralpunkte. Weihrauch. Sehr, sehr gut drauf. Gute Moral. Waldschmidt. Ich bin so ein bisschen gerade skeptisch, weil der Timo so gar nicht er selbst war im Ajax-Spiel. Ob ich heute sage, Waldschmidt von Beginn an und Timo einwechseln. Ihr erinnert euch, am Anfang der Saison haben wir das auch so gemacht. Weil wir es mussten. Weil er noch nicht fit war. Oder lasse ich das und lasse Waldschmidt auf der Bank und versuche dann noch einen Joker zu bringen, wenn es sein muss, der ein bisschen was am Kasten noch hat von der Form. Ich glaube, das, wenn ich jetzt überlegen müsste, würde ich das bevorzugen. So, wir werden Toljan, glaube ich, mal rüberschieben heute und den Dominik Jordan von Beginn an spielen lassen auf der rechten Seite. Ja, Renelt haben wir gesagt, dass die auf der Bank mitfährt. Strodig, Geis, 88er Frische. Wir haben Tottenham danach. Und dann Hertha, Köln. Ne? Das sind die beiden Spiele, wo man irgendwie ein bisschen was schonen könnte. Jetzt will ich das ungern machen. Auch natürlich aufgrund der Geschichte, dass man die Teamwork-Sache nicht aus dem Auge verlieren darf. Da bin ich halt happy, dass wir jetzt eigentlich konstant im hellgrünen Bereich sind. Und man darf jetzt auch nicht an so einer Niederlage jetzt die komplette Mannschaft hier festmachen. Das war einfach unglücklich. Wir haben es vorne nicht reingemacht und dann hinten unglückliche Gegentore kassiert. Das, was jetzt vielleicht in den letzten Wochen nicht so offensichtlich passiert ist, so auf einmal,
das kam jetzt eben. Und das sind dann halt so Spiele in der Saison, ne, da musst du dann drüber stehen. Körperlich stärker werden, Weihrauch, das können wir auch nochmal machen. Ich dachte, ich hätte das schon bei allen. Scheinbar doch nicht. Körperlich stärker werden, Strohdiek. Ja, das klappt alles noch. Zweite Mannschaft, minus 89. Milicevic. Da hätte ich noch sagen können, glaube ich, dass der, oder jetzt sich bekommen, oder irgendwie sowas, will Stammspieler sein. Das ist natürlich Quatsch, aber er ist jetzt kurz da. Deswegen versuchen wir das so. Ich muss da rangehen. Ich muss da wirklich rangehen an die Verträge der zweiten Mannschaft, dass man da das anpasst. Na hier, das ist mit Coltorti, mit Nagel, die Spitze, mit Jormas. Sogar Milicevic als Youngster schon 500.000. Ist natürlich ganz klar, dass hier unten die Leute das nicht so geil finden. Müsste ich mal gerade gucken, wie das hier aussieht, wer hier am besondersten vorkommt. Also vor, wir haben Sauer, Danseisen, Janel, Danseisen, Schuldig, Markgraf. Also Danseisen ist schon mal eine Personalie, wo man, glaube ich, nachgucken muss. Und vor haben wir Eimer drin. Ne, wir haben sonst, glaube ich, nur jeden Eimer. Ja, ich glaube, dann werden wir uns um Danseisen mal kümmern. Passt halt eben auch ganz gut, weil das ist unser Tafelsilber. Mit 17 Jahren, jetzt schon in der dritten Liga, Stammspieler, ja, aufgrund der Leistung, weil das liegt jetzt nicht an ihm, dass er da spielt. Einerseits schon, aber andererseits natürlich auch deswegen, weil Daniel Fran gerade eine Schwächephase hat. So, wir gucken. Er macht es. Möchte er zumindest. 460.000 ist sehr gut. So, du spielst dich auch mal in der ersten Mannschaft. Das können wir ihm jetzt auch schon sagen. Ich plane das nämlich. Wenn Jormas, ich denke, dass wir das so machen werden, im Winter dann zu einem Zweitligaverein leihmäßig geht, dass wir ihm auch mal die Möglichkeit in der ersten Mannschaft geben und dann von unten nachziehen, weil das Ziel ist halt, wie gesagt, nur in der dritten Liga drin zu bleiben. Da muss man jetzt nicht unbedingt Platz 3, Platz 4, sonst irgendwas anpeilen. Nur einfach drin bleiben und den Jungs die Spielpraxis geben. Und je früher ich das mache, Schein, Aslan, Stichwort, umso besser ist es. Ja, 4 Jahre ist sehr lang. Ich will das eigentlich gar nicht so lange haben, weil der wird sich verbessern. Ne? Der wird stärker werden, der wird dann mehr Gehalt haben wollen. 2 Jahre mit irgendeiner Option, das wäre nicht schon super. Wir könnten sagen 500.000 oder 450. Dann sind wir ungefähr am Punkt. Hier, weil er eben noch so wenig verdient, 6%. Wir wollen eine Option haben. Ja, für ein Jahr ist okay, glaube ich. Man muss die ja nicht ziehen. Man kann ja dann sagen, ich mache einen neuen Vertrag. Aber Möglichkeit ist dann trotzdem irgendwo da, wenn er nicht verlängern möchte. Wenn irgendwie dieser Fall eintritt, die eventuelle Diät, wenn die eintreten sollte, dass wir diese Möglichkeit trotzdem noch haben. Ja, das sieht alles gut aus hier. Hier oben nix, das ist ganz wichtig. Und dann können wir das mal versuchen. Na, warum soll ich knausern? Komm, 500. Das ist Käse. Also warum soll ich jetzt hier mir das verbauen, das der unterschreibt? Große Zukunft ist bei ihm auch überhaupt kein Thema. Ja, toll, Vorstand. Witzbolde. So, 450 geht. Das andere nicht wirklich. Wen hatte ich denn noch eben gesehen? Janel kam vor, ist ja auch ein Baustein. So, neuer Vertrag, genau das meinte ich eben. Das wird uns in 2 Jahren dann mit Danseisen wahrscheinlich auch wieder treffen, wenn wir dann hier noch spielen. Manche Leute glauben ja, dass es nicht der Fall ist. Ich war schon ganz verzweifelt, hab mir überlegt, was machst du denn jetzt? Wie gestaltest du deine Abschiedsfolge? Und dann hab mir den Kopf zermartert. Und letztendlich habe ich dann rausgefunden, ja, dass mich da irgendwas gejuckt hat. Ja, irgendwas hat mich gejuckt. Aber das hat mich dann letztendlich nicht gestört. Um nochmal darauf zurückzukommen, was wir eben hatten. So von wegen Toastbrote. Ja, was sagt man dem? Ergänzungsspieler. Das gilt ja dann für die erste Mannschaft. Das muss ja auch das Ziel sein. Du spielst dich auch mal in der ersten Mannschaft, genauso wie mit Danseisen. Versuchen wir das. Auch hier 2 Jahre, finde ich besser. Und dann hier eine Option machen. Das weg. Er bekommt, weil er schon ein bisschen mehr verdienen soll, 4%. Und jetzt gucken wir mal, wie weit wir runtergehen können. Ja, 500... 525 klingt doch eigentlich nicht schlecht, oder? In der Zukunft weiß ich nicht, der ist 19. Das ist halt 2 Jahre älter nochmal als Danseisen. Ist schwierig, sowas zu sagen. Der müsste nochmal jetzt schon ein bisschen weiter sein, eigentlich. Eigentlich. So, das hätten wir auch. Sauer habe ich, glaube ich, eben auch gesehen. Und der war... Nee, kann er nicht. Doch, theoretisch schon. Aber der hat ja erst einen Vertrag bekommen. Deswegen wäre es blöd, das jetzt schon zu machen. Vor, der ja ausläuft. Das könnten wir jetzt versuchen. Gott sei Dank, ne? Letztens ging es ja noch nicht.
Auch hier 2 Jahre. Das können wir stehen lassen, die erste Mannschaft. Ist auch erst 17. Und auch hier das mit der Zukunft. So, zack, zack. Ja, auch 6%. Das rein. Und ich guck mal, ob das hier vielleicht mit 400 funktionieren würde. So. Ja, das schaut gut aus. Wenn es da nicht den Vorstand gäbe. Immer noch nicht, ey. Das bringt mir denn ja kaum was, ne? Das hat ja... So, jetzt geht's. Und das ist auch teilweise einfach damit gebacken, dass der Vorstand einfach rumzickt. Das heißt, ich kann das ja gerade gar nicht höher machen, als die sich das vorstellen. So, wen haben wir denn noch hier? Unfaire Gehälter. Wie gesagt, das haben wir erledigt. Gut, Sauer ist auch drin. Danseisen, Janel. Schuldig, Markgraf. Das machen wir aber nicht jetzt. Ich gucke erstmal, ob die verlängern. Dann habe ich einen Anhaltspunkt. Dann kann ich da gucken. Ja gut, verhandeln müssen wir. Verhandeln müssen wir drum. SC Freiburg, sehr ein Sprung. Wenn wir mit 17 in den Bundesliga-Kader vom SC Freiburg kommen. Und das kann er bei uns auch schaffen. Das kann er bei uns nämlich auch schaffen. Ich bin gespannt, was da nachher steht. Was er sich vorstellt. So, was machen wir mit der? Ins Stadion mitnehmen geht nicht, weil es halt auswärts ist. Familienausflug ins Theater. Ja, das geht noch vorher, glaube ich. So ein bisschen mit dem Picknickkorb da rumrennen. Um dann in den Bus zu steigen und wegzufahren. Ja, stellen wir das ein. Also grob gesagt, es war ja erledigt hier mit der Mannschaft. Die Gedanken habt ihr ja gehört. Jetzt einfach nur nochmal für die Taktik. Mit Johannes Geis als Spielmacher. Ich rücke davon nicht ab. Obwohl einige bestimmt jetzt sagen werden, ja, jetzt hast du verloren und jetzt wird es mit Sicherheit eine Krise geben. Lasst es lieber den Avdija oder den Sendera machen. Aber das habe ich am Anfang schon gesagt. Dass das mit stärkeren Gegnern auch dann immer nicht so rosig sein wird. Das kann keiner. Das kann keiner liefern. Aber insgesamt gefällt mir das gut, weil es den Dera hat ja auch wieder den Rücken frei gehabt. Das war ja einer der besseren in dieser Partie. Und wir haben uns hinten einfach dumm angestellt, muss man einfach wirklich sagen. Duxch im Sturm vorne. Yildirim dahinter, Boateng, Draxler auf den Außen. Sehr, sehr offensiv, aber hinten dann gut abgesichert mit der Doppel-6. Deswegen, wir laufen über die Flügel. Und ich würde sagen, 3000 für ein Auswärtsspiel, für ein Spitzenspiel in der Bundesliga ist es in Ordnung. Ich hoffe, dass wir es irgendwie schaffen können, diese schlechte Woche für uns noch erträglich zu machen, indem wir eben nicht verlieren. Unentschieden wäre Bombe, na, dann können wir zwar jetzt nicht unbedingt garantieren, dass wir oben bleiben, weil die Bayern gegen Hoffenheim mit Sicherheit da 3 Punkte machen werden, aber wir können zumindest garantieren, dass Schalke uns nicht überholt, das wäre super. Und dann mit einer guten Form ins Spiel gehen gegen die Spurs. Ne? Die warten schon 3 Tage später, am 25. danach dann Hertha Köln. Ja, und dann sind wir schon im November. Es geht rasend schnell und ich hoffe, dass ihr dann auch wieder da seid. Vielen Dank nochmal für die Unterstützung. Bis demnächst.